Zeige ich dir jetzt. Es gibt zwei Stück, die ich gerne hätte. Zum einen, auf die bin ich schon wirklich lange scharf. Heute gelandet, direkt wieder, direkt den Stream angemacht. Morgen bin ich wieder unterwegs. Du bist aber nicht sehr braun geworden. Ey, ich war nur Videos drehen. Ich hoffe, das ist im Hintergrund nicht. Ich habe hier so eine Klimaanlage angemacht. Ich habe sie gerade schon ausgestellt. Ich hoffe, das geht soweit, sonst müsst ihr mir das sagen. Ist Dubai als Urlaubsziel empfehlenswert? Alter, natürlich, Mann. Dubai ist, ich bin da einfach sehr gerne. Marc, siehst fertig aus. Ah. Was soll man sagen, ne? Ich meine, ich habe eigentlich geschlafen die Nacht so im Flieger, aber kann natürlich sein, ne? Kann natürlich trotzdem sein, ne? Mich stört's nicht, wenn du schwitzt, ja? Sag mal, ich hätte halt lieber kälter, ne? Ich habe jetzt, wir können ja die Maschine mal anmachen und ihr sagt, ob das übers Mikrofon zu laut ist. Wie viele Stunden sind es bis Dubai? Ich glaube 6 oder 7 Stunden. Also sehr entspannt. Wir sind aus Frankfurt geflogen, hin zurück. Chapi im 5. Monat. Danke dir dafür. Welche Uhr würdest du für einen 15-Jährigen, welche Rolex würdest du für einen 15-Jährigen empfehlen? Pff, Alter, wenn du mit 15 schon sowas leisten kannst, 36er Datejust vielleicht, ne? Ja, Parfums, ich habe ein paar Parfums mitgebracht. Genau, jetzt gerade läuft es, also ihr müsst mir sagen, wenn es nicht zu laut ist, würde ich es anlassen. Ne? Kannst du anlassen. Perfekt, perfekt. Ja, Leute, was ist der Plan für heute? Wir werden ein paar Sachen aufarbeiten, was wir verpasst haben hier. Mahan und Leon hatten ein paar Videos rausgebracht und der gute Jeremy natürlich auch. Und eine Frage, go. Streaming-Highlights vom Nico. Ich finde dieses Format sehr, sehr lustig. Immer drauf, wenn ich das ansehe. Übrigens werde ich morgen Abend in Stuttgart sein, wenn Gott will, bei Sascha im Stream. Jeremy wurde des Missbrauchs beschuldigt. Ja, hat er schon mal gesagt, ne? Siehst erholt aus. Ja, ich habe mich auch gut erholt. Ich sag euch, wie es ist. Also, auch wenn wir viele Videos gedreht haben, trotzdem ist Dubai immer sehr erholsam, ne? Viele neue Kontakte. Morgen kommt im Übrigen das Video mit Jacob & Co. raus. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, ich hatte diese 9 Millionen Billionär-Uhr und diese Astromina. Black Sumatra, glaubst du mir eine Sache? Ich hatte noch den, als du während des Livestreams gepostet hast, habe ich noch gelesen, schönen Urlaub euch beiden. Das war der letzte. Jetzt ist er wieder mit 3 Euro dabei. Grüß dich, Marc. Du wirst nicht glauben, aber ich mache nächste Woche von Mittwoch bis Freitag Urlaub in Düsseldorf. Sehr gut. Ich glaube sogar nächste Woche. Was ist nächste Woche? Aber ich werde auf jeden Fall auch in Düsseldorf sein. Das Video auf Alem war zu heftig. Unbedingt mehr, bitte. Ja, meine Schwester bereitet diese Videos vor, aber wir drehen, denke ich mal, auch nächste Woche wieder. Marc, ist Dubai dein Lieblingsort? Zurzeit auf jeden Fall. Also, ihr müsst euch vorstellen, diese Ansammlung an Uhren ist echt unglaublich. Also, diese Dichte auch an Händlern. Leider konnte ich nicht mit Sadiki drehen, der Stamm-Rolex-Konzessionär, dem gehört auch der größte Rolex-Store in der Dubai-Mall der Welt. Da waren wir im Gespräch, aber es hat leider mit der Akkreditierung nicht geklappt, aber nächstes Mal. Marc, bald Parfums aus Dubai in deinem Shop? Ja, ich habe heute die E-Mail bekommen von dem Ali, genau, mit dem wir auch essen waren. Da hatte ich am ersten Tag so eine Story gepostet oder am zweiten. Und mit dem sind wir uns einig geworden, ja. Marc, dein Umfeld zieht dich runter. Wohin? Meinst du Sascha morgen oder was? Sag das bitte Sascha, dass er mich runterzieht, ja. Finde die Videos über das Thema Parfum echt interessant von dir, ja. Also wir versuchen halt alle verschiedenen Aspekte aufzugreifen. Habe ich eigentlich da hinten irgendeins? Boah, ich habe da hinten ein Parfum. Es ist so. Also das Video kommt auch noch raus, als ich. Parfums. Das Video wurde schon released. Stimmt, eins habe ich da hinten. Welchen Xerchoff-Duft würdest du einem 22-Jährigen empfehlen? Das hatten wir im Stream mit dem Herbert schon mal angesprochen. Da würde ich sagen, Erba Pura ist the way to go. Auch zum Beispiel Sascha Hellinger hat das. Ist ein super cooler Duft. Bisschen jünger. Den würde ich dir empfehlen, ne? Hast du Prinz Markus getroffen? Prinz Markus habe ich nicht getroffen. Aber ich war bei einem Uhrenhändler, wo er auch schon mal eine Uhr gekauft hat. So, ne? Aber ich war jetzt auch nicht darauf aus. Dubai noch viel heißer. Ich habe gar keine Ahnung. Also in Dubai ist es unmöglich, draußen zu bleiben. Unmöglich. Also die Hitze ist unmenschlich. Wirklich unmenschlich. Wir haben das Hotel Review gedreht und wir mussten halt einfach abbrechen. Also ihr werdet es sehen, weil wir haben zwei von den Zimmern abgedreht. Und ich bin einfach komplett, als wäre ich duschen, ne? Das Ding wollte ich auch bei Yas bestellen, aber 170 Euro Shipping. Ach ja, echt? Ja, mit Yas sind wir auch noch im Gespräch. Die hat mir angeboten, dass ich deren Marke als einziges in Europa aufnehme. Gesagt, können wir mal ein Angebot machen.
ist die permanente Klimaanlagenluft nicht unangenehm, ey. Guck mal, ich sag dir eine Sache, okay? Draußen ist Feuer. Okay, Feuer. Und wenn du reingehst, ist einfach eiskalt. Was soll ich dir sagen? Also, du bist einfach nur froh, ne? Ist der Mont Blanc-Füller endlich da, Felix, mein Freund? Danke, dass du mich daran erinnerst. Nein, da müsste ich echt mal anrufen, ne? Weißt du, was das Lustige ist, wenn du da anrufst? Weißt du, was sie mir sagen werden? Nee, der ist nicht da, wollen sie eine Rückerstattung? Damit ist mir auch nicht geholfen, ne? Ach ja, ist das nicht alles zu stressig, das Hin und Her? Wenn nicht, wie bekommst du damit klar, so viel unterwegs zu sein? Ach, guck mal. Am Ende, ich sag euch, wie es ist. Diese Möglichkeit, guck mal, klar, unter normalen Bedingungen, wenn man das jetzt sieht, ne, ich bin nur am Arbeiten, nur unterwegs, morgen geht's auf diesen Videodreh, Oleg Slash dreht ein Video, da werde ich auch sein, da freue ich mich sehr drauf. Abends dann in Stuttgart, nächsten Tag in Stuttgart, dann wieder zurück, dann muss ich hier mit meiner Schwester, dann muss ich zu Mois, also nächste Woche ist auch auf jeden Fall vollgepackt, dann muss ich die Steuererklärung noch machen. Das wird auch mit Sicherheit nächtelang dauern, da muss ich streamen, die Videos müssen hochgeladen werden. Also, aber ich sag, es macht ja Spaß, ne, und die Möglichkeiten, die man hat, ja. Ich habe mir auch letztens, ich lag so in Dubai im Bett, so, hab mir gedacht, so, Alter, wie sollst du das alles schaffen? Du musst noch mit Tzatziki drehen, du musst das Hotel Review machen, dann Kempinski, Emerald Palace Hotel Review, wie soll das alles gehen? Dann musst du zu Jacob, aber am Ende, keine, ist ja eine tolle Sache, dass mir überhaupt die Möglichkeit geboten wird. Von daher einfach durchziehen, ja. Was ist das bloß für einen Füller? Ja, das frage ich mich auch, was für ein Füller ist. Ne? Habe meine erste Rolex mir sogar bei Cologne Watch geholt, war die Batman. Let's Paul, das ist eine sehr tolle Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Montblanc-Füller ist eigentlich nichts Besonderes. Das einzig Besondere ist vorne, ich habe halt diese BB-Breite, okay? Den habe ich nicht in meiner Sammlung bis jetzt, daher. Zum Bachelor, die Datejust aus den 80ern oder eine neue Tudor Omega. Ey, Günther, Thomas, weißt du, welche Uhr du dir holen solltest? Ey, ich habe eine Tudor, die Submariner, die ich mal verkauft habe, jetzt sogar mit Papieren. Hol dir die. Das ist echt. Ey, diese Uhr mit Boxpapieren. Ich glaube, aus den 80ern und vor allem, sie kostet 7.000 Euro. Das ist einfach die Ultra-Uhr, die würde ich mir holen an deiner Stelle. Möchtest du mal Kinder haben? Ja, klar. Marc, was würdest du dir für eine Richard Mille selber für dich kaufen? Oder welche anderen würdest du dir selber schenken? Atlantis Ibrahim. Soll ich dir mal sagen, welche? Habe ich auch im Flieger jetzt drüber nachgedacht. Und zwar, zeige ich dir jetzt. Es gibt zwei Stück, die ich gerne hätte. Zum einen, auf die bin ich schon wirklich lange scharf. Also, wenn ich mir aussuchen könnte, zum Anzug hätte ich wirklich... Ich meine, also ich sag mal so, wie es ist. Ich habe die Uhr zwar gerade, das Problem ist nur, die ist neu. Wenn eine Uhr neu ist, kann ich sie nicht anziehen. Außerdem ist sie dafür da, um damit Geld zu verdienen. Da einmal diese hier in Titan. Ich finde die Uhr zum Anzug wirklich, das ist die einzige Uhr, die ich wirklich tragen kann, die seriös aussieht. Super schöne Uhr zum Anzug. Richtig, richtig schöne Uhr. Ja, und dann, ich trage zwar nie Turnschuhe oder sowas, aber wenn ich mir eine andere Uhr aussuchen könnte, die ein bisschen mehr flashy ist, würde ich diese hier nehmen. Die hier. Die ist zwar weg, ich kann jetzt noch eine kaufen, die ist gleich mal 20.000 Euro teurer. Genau, die hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Das Rot finde ich so powerful, wenn du die Uhr am Handgelenk hast. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich mich... Ja. Ach ja, mal gucken. Mal gucken. Wie findest du die Daydate Platin mit arabischem Ziffernblatt? Wo liegt der Preis? Der Preis liegt gerade im Moment bei, ich denke mal, so... knapp um die 70.000 Euro und es ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Sehr, sehr schöne Uhr, wirklich. Oh, würde es dir was ausmachen, ein Foto von Instagram anzusehen und mir sagen, wie viele Uhren fake sind? Also wenn du das hier im Chat posten kannst, ich bin jetzt hier nicht mit Instagram direkt verbunden. Oder sag mir mal, oder ja, wie kriegen wir das hin? Trägst du auch Hublot-Uhren? Ich habe sogar Hublot-Uhren gekauft. Aber, das habe ich auch schon häufiger gesagt, bei Hublot-Uhren gibt es immer eine Regel. Es muss sehr günstig sein. Und ich habe echt, finde ich, sehr geschmackvolle. Also ich habe zurzeit ein paar Hublot-Uhren und ich habe es, also normalerweise verkaufe ich die Sachen nicht so gerne, aber als ich die vor mir hatte, habe ich mir gedacht, kaufst du dir einfach mal. Und zwar, ein Modell ist noch nicht online, zwei davon sind schon online. Einmal die hier, die habe ich sogar besetzen lassen, finde ich eine extrem krasse Uhr in 45 mm. Wo kriegst du bitte so eine große Uhr für den Preis? Also, gefällt mir übrigens sehr gut. Wenn jemand die aus dem Chat haben will, gebe ich nochmal 490 Euro Rabatt. Und sonst hier, ich meine, bei der kann man eh nichts falsch machen, die kostet 5200 Euro. Sehr, sehr schöne Uhr auch. Und dieselbe hier, 42 mm, habe ich nochmal in grün, mit einem grünen Blatt. Die kommt jetzt die Tage online. Sehr, sehr schön.